Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch wieder zwei Betrüger mitgebracht, die, am Ende auf jeden Fall gezeigt haben, von wo aus sie anrufen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden neuen Telefonaten. Ja, grüß Gott. Wenn ich ihn sehe. Mein Name ist Evo Taube von Firma Gitex Capital. Bei mir steht, dass Sie haben bei unserer Finanzplattform ein Handelskonto registriert und interessiert, Geld online zu verdienen. Den Ivo Taube haben wir wohl am Telefon. Tja, so nennt er sich zumindest. Also Ivo ist auf jeden Fall ein russischer Name, also ein russischer Vorname und ja, ist damit zumindest erstmal seriöser. Taube kann man ja tatsächlich als Russe mit Vorname heißen, wenn man angeheiratet ist. Nur der Vorname, da wird natürlich kein Sebastian oder irgendwie sowas oder ein Hartmut rauskommen. Ja, oder was wir hier sonst so immer hören. Das ist auf jeden Fall hier schon ein Punkt, wo man nicht gleich aussteigt. Naja, aber ihr werdet im Verlauf des Gesprächs auf jeden Fall merken, dass das hier nichts anderes ist, als wir hier sonst immer auf dem Kanal bezüglich der Trading-Abzocke haben. Soll ich da jetzt schon gewinnen? Das ist richtig. Nochmal bitte? Habe ich da jetzt schon gewinnen? Nein. Nee? Sie haben nur eine Werbung angeschaut und einfach Ihre Kontaktdaten hintergelassen. Ach so, ich dachte es wie beim Küssen. Einmal angeleckt ist man schwanger. Also nicht alles so einfach, ein bisschen komplizierter. Ja. Erstmal geht es über die Investitionen. Kompliziert ist immer gut. Ich mag kompliziert. Ja. Ein bisschen komplizierter. Es geht über Investitionen. Wenn Sie etwas investieren, haben Sie die Möglichkeit, mit automatisiertem Programm Geld verdienen. Ja. Also wenn Sie mehr wissen möchten, kann ich natürlich Ihnen erklären. Ja. Also wie ich verstanden habe, haben Sie Werbung über Kryptowährungen angeschaut, ja? Und die Möglichkeit, mit automatischem Programm Geld verdienen. Ja, genau. Okay. So, bei uns gibt es zwei Möglichkeiten, wie Sie mit uns arbeiten können, entweder mit Finanzberater oder ganz automatisch. Auf jeden Fall hier verdienen Sie auf Kursveränderung von verschiedenen Finanzvermögen, zum Beispiel von Bitcoins. Entschuldigung, darf ich Sie fragen, bei mir steht hier Lola Lips, dieser Konto. Das ist, wie ist Ihr Name? Entschuldigung, ich sehe das. Sie sind keine Lola Lips. Lola Lips. Ach so, ja, dann sind Sie bei mir falsch. Ja, genau. Die Nummer habe ich. Die Nummer existiert. Aber die Name, ich wisst Ihre Name. Ja, dann sind Sie ja bei mir falsch. Soll ich mal die Lola Lips holen? Und wisst Ihr Name? Entschuldigung. Ja, das geht Sie ja dann nichts an. Nochmal bitte? Genau. Was genau? Ja. Ich habe gefragt, wie ist Ihr Name? Ich habe gefragt, ob ich denn Lilly holen soll. Also okay, dann frage ich Sie einfach. Haben Sie sich gestern Interesse gezeigt bei unserer Finanzplattform registriert? Nee, ich nicht, nee. Nochmal bitte? Ich nicht, nein. Sie nicht, nein? Ja, genau. Und dafür dann, woher habe ich Ihre Nummer hier und Sie fragen mich, wie das alles funktioniert? Ja. Weiß ich nicht, Sie sagen, Sie wollen ja auch nichts von mir. Sie sind ja falsch bei mir. Ist ja richtig. Also ich melde bei Ihnen, erkläre Ihnen über Finanzmärkte und Sie sagen, das ist interessant für Sie. Und jetzt natürlich soll ich wissen, mit wem spreche ich. Weil bei mir steht Lola Lips. Also ich habe ihm ja gerade gesagt, dass er nicht mit der Person spricht, mit der er sprechen möchte. Denn mit Lola Lips habe ich mich auf jeden Fall nirgendwo angemeldet, sondern wenn, dann eher nur mit der Lily Lips. Ja, aber irgendwie scheint es der Betrüger ja auch nicht so ganz zu kapieren. Obwohl er schon dann selber festgestellt hat, dass er mit der falschen Person spricht, hat er das irgendwie vergessen und macht weiter in seinem Skript. Total interessant. Hauptsache, die haben irgendwie einen Verkauf. Scheißegal, wer da dran ist. Und auch absolut scheißegal, ob sich die Person, die da am Telefon dran ist, überhaupt selbst angemeldet hat. Genau das ist nämlich das Problem bei den Betrüger-Webseiten. Ihr könnt da einfach die Telefonnummern von euren Nachbarn eintragen und die damit schön ordentlich ärgern, wenn ihr die nicht mögt. Und genau das ist halt einfach strafbar. Und aus diesem Grund gibt es das sogenannte Double Opt-in. Damit muss sich die Firma absichern, dass die Person, die da angerufen wird, auch wirklich die Person ist, die angerufen werden soll. Und das stellt man so fest, indem das Telefon sofort, wenn ihr die Telefonnummer dort eingebt, angerufen wird von einem Sprachautomaten oder bei Handy geht auch SMS,
Und dann hat man ja den PIN-Code, der da durchgesagt oder als SMS kommt, den gibt man dann auf der Webseite ein. Und damit bestätigt ihr dann ja rechtlich sauber, dass die Telefonnummer auch euch gehört. Denn wenn ihr die Telefonnummer von eurem Nachbarn eingebt, dann klingelt ja das Telefon dort und ihr habt keinen PIN, den ihr damit bestätigen könnt. Und somit hat sich dann das Gespräch ja eigentlich schon vorher erledigt, bevor es überhaupt zustande kommen kann. Ja, aber dass das die Betrüger nicht interessiert, das ist ja, denke ich, klar. Ja, und ich habe gefragt, ob ich denn holen soll oder nicht. Nochmal bitte? Ja, genau. Mensch, mit Intelligenz ist ja auch nur so halbwegs, ne? Das soll nicht intelligent sein. Ich habe Sie gefragt, wie ist der Name? Wenn Sie weiter arbeiten müssen, soll ich wissen. Wenn nicht, dann lege ich einfach auf. Ja, habe ich ja jetzt mehrfach erzählt. Aber du scheinst ja da irgendwas in deinem Oberstübchen nicht richtig zu haben, um das auch nur ansatzweise zu verstehen, was ich sage. Ist halt keine Intelligenz vorhanden. Das ist halt so, wenn man als Betrüger versucht, die Leute zu bescheißen. Ich muss nicht verstehen, ich muss nicht alles verstehen, was Sie mir sagen. Ich habe na doch schon. Gesagt, aha, also da ruft eine komische fremde Firma an und die Aussage der komischen fremden Firma ist, ich muss nicht alles wissen, was Sie sagen. Aha. Und wie will er denn mit mir kommunizieren, wenn er gar nicht weiß, was ich sage? Interessant, also weiß ich nicht. Wie man damit überhaupt durchkommt, einfach nur erschreckend. Wenn Sie weiterarbeiten möchten, sollen Sie mir sagen. Wenn ja, nicht, da fehlt es aber halt einfach an Intelligenz. Sein. Die ist halt nicht vorhanden, ne? Es spielt keine Rolle, Intelligenz. Sie sind nicht so intelligent, so. Wenn Sie mir nicht antworten ja. Direkt. Wenn Sie nicht kein Interesse haben, können Sie mir direkt sagen. Weil ich habe nicht so viel Zeit, mit Ihnen einfach zu ja, sprechen. Also, verstehen Sie das? Also ja. Können Sie intelligenter sein und deine Arbeit finden. Hm. Dann können Sie intelligenter sein. Okay. Und nicht mit anderen Menschen sprechen, ja? Ja, also... Ja, finden Sie mit der Arbeit. Sind Sie jetzt ein knatziger Betrüger? Betrüger? Sie sind ja. Betrüger. Sie lassen Ihre Kontodaten überall. Nee. Und dann sprechen Sie etwas. Sagen Sie irgendwas, was ist ne? Was ist ne? Ich bin sicher, habe ich ja erklärt, aber du bist ja zu blöd, es zu verstehen. Das geht ja in deine kleine Denkmurmel nicht rein. Schauen Sie mal, ich spreche mit einem Arschloch. Ja, das macht Spaß, der hat keine Arbeit. Genau, ich weiß, dass du ein Arschloch bist. Er hat keine Arbeit und er spricht die ganze Zeit mit jemandem. Ja, und er macht dann genau, und weil du keine Arbeit hast, machst du so einen ekelhaften Job und bescheißt die Leute. Das ist dir das nicht peinlich? Schämst du dich manchmal vor deinen Eltern? Also schauen Sie mal, Herr Arschloch. Ich habe mal eine Frage, ist deine Mutter auch eine Freudenhausangestellte? Herr Arschloch. Ja? Deine Mutter ist also eine Freudenhausangestellte. Gut, dass wir das geklärt haben. Ja, du bist nicht so intelligent. Nee, aber ich bin intelligenter als du, weil letztendlich muss ich nicht so einen armseligen Job machen wie du. Das ist ja peinlich, was du da machst. Schämst du dich da manchmal für deine Arbeit oder bist du da stolz drauf, dass du die löst? Ja? Schämst du dich manchmal? Alles, was das ist deutsch, aber das ist nicht so intelligent. Schämst du dich manchmal? Ja. Alles, was das hast du im Leben gemacht, was du hast in deinem Leben gemacht, ist durchgelernt, ja? Ja. Schön. Das hast du aber schön auswendig gelernt. Ja, du bist so stolz, dass du kennst Deutsch. Ja. Oh. Mhm. Na, immerhin bin ich nicht so ein komisches Vieh, was die Leute abzockt. Sehr gut, das ist das Einzige, was hast du in deinem Leben gemacht. Ja. Auch für dich hören. Genau. Das ist aber nett von dir. Und dann hat der nette Betrüger aufgelegt. Tja, wurde auch langsam mal Zeit. Also was der jetzt hier eigentlich von mir wollte, ich weiß es nicht. Man sagt ihm, er ist falsch, weil er sagt ja den Namen die ganze Zeit falsch. Dann biete ich ihm schon an, die falsche Person zu holen. Und er begreift's irgendwie nicht und kriegt's nicht in sein Denkschüsselchen rein, was da eigentlich gemeint ist. Und naja, versaut sich damit eigentlich selbst sein Gespräch, sonst hätten wir es ja länger führen können. Naja, aber gebracht hätt's ihm ja natürlich auch nichts, denn zum Verkauf wär's hier auf keinen Fall gekommen. Wir hätten den Verkauf höchstens, ja, fingiert oder eine Weile mitgemacht, um's dann in die Luft fliegen zu lassen. Ja, vielleicht war er auch einfach nur schlau genug und hat rechtzeitig die Notbremse gezogen oder der Chef hat's schon mitbekommen, man weiß es nicht. Was man weiß, die telefonieren ja irgendwie nie alleine. Naja, machen wir mal weiter mit dem zweiten Telefonat, was ich euch auch noch mitgebracht habe. Hallo. Hallo, guten Tag. Du von der FX Academy aus Sun. Hallo? Ja. Es geht um den Finanzmarkt. Mir wurde gesagt, dass sich dafür interessiert. Möchten Sie sich nicht erstmal vorstellen? Trading. Der Richter ist mein Name. FX Academy. Ja, ich habe 1000 Gespräche täglich, also habe ich vergessen, Entschuldigung. Also, interessieren Sie sich für den Finanzmarkt? Nee, nicht, überhaupt nicht. Nee. Okay. Bin ich die Erste, die Sie haben? Nee. Ja, ich wollte sagen, woher habe ich dann Ihre Nummer, wenn Sie nur... Ja, weiß ich nicht, rufen 1000 Leute hier an und alles irgendwie scheinbar Betrüger. Wirklich?
haben Sie schon mal, wie meinen Sie Betrüger? Ja, jeder will 250 Euro ergaunern und danach sind die Webseiten dann alle offline. Das haben Sie gut gesagt. Also 250 Euro, das sind diese betrügerische Plattformen. Mhm. Auf jeder Serie sind 500 Euro ist die Minimaleinzahlung. Das ist nicht seriös. Auf einer seriösen Plattform kann ich einzahlen, was ich will. Also Schätzelein bist du auch nichts anderes als ein Betrüger. Wie meinen Sie? Nein, nein. Doch. Du bist auch eine Betrügerin. Ja, weiß ich, dass du auch eine Betrügerin bist. Doch, du bist auch eine Betrügerin. Nein, ich lass dich nicht ausreden. Du bist eine Betrügerin und willst mich verarschen. Ich sehe, Sie sind schon mehrmals. Nee, bin ich nicht. Bin ja nicht blöd. Wieso haben Sie die Plattform nicht überprüft? Ja, kann man ja gar nicht. Mich rufen ja einfach Leute an, das kann man gar nicht überprüfen. Das kann man nur nicht. Nee, kann man nicht überprüfen, wenn die Leute einfach anrufen und dann spontan im Telefon sind. Da kannst du nichts überprüfen. Sie überweisen doch keinen. Ach, du bist einfach nur eine Betrügerin, nichts anderes. Wieso haben Sie Geld überwiesen und nicht überprüft? Schämst du dich eigentlich nicht, dass du die Leute verarscht am Telefon? Nee, kannst du nicht. Schämst du dich nicht ein bisschen, dass du die Leute alle am Telefon verarscht? Ne? Pippi? Schnecke. Ja, Schnecke. Verarsch andere Leute, aber nicht mich. Ja, Schnecke. Verarsch andere Leute. Würden Sie mir auch überweisen? Nö. Wenn ich Ihnen jetzt meine IBAN gebe? Nö. Wieso haben Sie das den anderen nicht überwiesen? Hab ich ja nicht. Wieso haben Sie das gemacht? Hab ich doch gerade gesagt, hab ich nicht gemacht. Haben Sie es nicht, ja. Sondern... Du nix? Man kann eine Plattform... Wenn Sie normale ja, die Webseiten sind aber ruckzuck alle wieder offline. Du bist nichts anderes als eine dreckige Kakerlake, die die Leute verarschen will. Du bist Abschaum. Du bist einfach menschlicher Müll. Mehr nicht. Wieso sind Sie so? Ja, weil es so ist. Haben Sie, sind Sie so geworden, weil Sie mehrmals betrogen sind? Ja, bist du doof oder was? Ich hab dir das jetzt schon erklärt. Kriegst du das in deinen Bummen nicht drin oder was? Ich glaube, du musst wohl irgendwie einen Hagelschaden haben oder was? Schätzelein, war die Bratwurst jetzt ein bisschen zu hart, die du an den Kopf gekriegt hast, oder was? Hallo? Willst du nicht mal langsam auflegen, du Betrüger? Hallo? Betrüger? Ja, du bist immer noch ein Betrüger. Ja, Betrüger abschaum. Verarsche andere Leute. Ja, du bist einfach nur eine illegale Betrügerin, die Leute die Kohle aus der Tasche ziehen will. Schämst du dich da nicht manchmal ein bisschen? Deine Eltern müssen ja ganz besonders stolz auf dich sein, dass du so einen ekelhaften Job machst, oder? Ja. Schnecke, verarsche andere Leute. Ja, genau, die Schnecke, die erzählt jetzt wieder ihre Geschichten. Mensch, bist du nett. Ja, aber da gehörst du ja nicht dazu. Kluge Menschen würden gar nicht so einen Job machen wie du. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Und Sie reden wie ein kleines Kind. Ja, und du redest wie eine Betrügerin. Das kennen Sie wohl, weil Sie schon mit vielen Betrügern gesprochen haben. Ja, das stimmt. Und auch investiert haben. Nee, das stimmt nicht. Als Sie 250 Euro erwähnt haben, dann wusste ich gleich, dass Sie auch diese Blöden, also Betrüger... Ja, 500 Euro ist ja, machen ja auch die Betrüger, Viecher und 1000 Euro. Ihr seid alles Viecher, ihr seid Abschaum, ihr seid einfach ekelhafter Abschaum, ihr verarscht die Menschen. Und ich hoffe, du kommst bald in den Knast mit dem, was du da machst. Wieso soll ich in den Knast kommen? Ja, weil du bandenmäßigen Betrug machst und das sogar gewerbsmäßig. Mach ich nicht. Natürlich. Mach ich nicht. Natürlich. Brauchst du dich nicht rausreden, Schnecke? Ja, Herzelein, du brauchst dich nicht rausreden. Nur weil du eine Bockwurst an Kopf gekriegt hast, brauchst du dich nicht rausreden. Ich hatte noch lange nicht ein Gespräch. Einmal habe ich ein ähnliches Gespräch. Ja. Genau. Schön so als Betrüger, ne? Die Leute verarschen. Macht dir das Spaß? Ja. Findest du das irgendwie gut? Ja? Magst du das, so Leute verarschen? Ja? Findest du gut, wenn du die Leute ihr Geld beraubst, ne? Findest du irgendwie geil, ne? Macht dich das irgendwie an? Ja? Das scheint dich ja irgendwie zu erregen, die Leute richtig zu verarschen um ihre Kohle, wa? Findest du gut, ja? Mir ist es eigentlich komisch, wie sie reden, also.
Ja, ich find's einfach nur abartig, wenn du deine Sicht aufmachst. Weil mehr als Scheiße kommt da nicht raus. Eigentlich müsstest du dich was schämen. Ja. Ja, Kakerlake, so ist es. Tja. Ja, ja, Kakerlake. Ja. Ja. Findest du. Ja, so Menschen so wie du. Du bist schlimmer als dumme Menschen. Wieso lernen sie nicht einfach etwas? Genau. Soll ich mich verarschen lernen oder was? Also ich glaube, bei dir muss mal irgendwie ein Blitz eingeschlagen sein, wa? Mäuschen? Findest du toll? 7 Minuten nur Scheiße labern. Ja, Mäuschen. Schön, verarschte Leute weiter, aber nicht mich. Also irgendwann landest du da mit dem Knast, mit dem Scheiß, den du da machst. Ja. Ja, so wie sich das gehört. Abschaum, ekelhafter Abschaum, wirklich. Wieso lernen Sie nicht etwas? Wie wär's denn mal für dich, wenn du mal was lernst, weil du scheinst ja nie irgendwas in deinem Leben gelernt zu haben, sonst würdest du ja nicht in so einem vergammelten Callcenter sitzen. Mit vergammeltes Callcenter war natürlich die Person selbst gemeint und in einem Betrüger-Callcenter. Nur zur Richtigstellung, nicht, dass hier einer denkt, ich meine, der Callcenter-Beruf an sich wäre irgendwas Schlechtes. Ich habe selber schon im Callcenter gearbeitet, also von daher, no, bringt ja nichts schlecht zu reden, wenn man es selber schon getan hat. Nur einfach zur Veranschaulichung oder zur Berichtigung, dass ihr wisst, wie ich sie gemeint habe. Ich weiß, wo ich investiere, aber ja, höchstens in eine Mülltonne, aber das, was du da erzählst, ist doch lächerlich. Tut es eigentlich manchmal weh, wenn man da so einen ganzen Tag so ein widerliches Headset auf dem Kopf haben muss? Findest du das gut? Ja, macht dir Spaß, ja? Leute verarschen. Findest du gut, ja? Genau, findest du gut. Findest du toll, ja? Wenn du die Leute so richtig schön verarschst. Ja, eigentlich ist das ja schon traurig, was du da so machst, aber was will man davon halten, ja? Ist halt so. Tja. Einfach nur ekelhafter Abschaum, aber so ist es halt, ja. Haben Sie falsch gesagt, dass Ihnen am Herzen liegt? Jo. Wieso lernen Sie? Wieso erkundigen Sie? Ja, Abschaum. Genau. Weißt du, deine Lügenscheiße kannst du lassen. Das glaubt dir kein Schwein, was du für eine Lügenscheiße erzählst. Niemand glaubt dir das. Keiner. Du hast einfach nur einen Lattenschuss. Du hast einfach nur einen Lattenschuss. Und du bist einfach nur irgend so ein billiges Vieh, was hier aus dem Callcenter anruft. Meistens aus dem Ausland. Besonders intelligent bist du ja auch nicht, sonst würdest du ja nicht 10 Minuten deiner Zeit verplempern. In der Zeit könntest du ja schon den nächsten betrügen. Und daran zeigst du ja eigentlich, wo deine Intelligenz liegt. Ganz weit unten. Dein IQ liegt wohl irgendwo bei der Zimmertemperatur, aber eher so im Winter. Ja. Und du wirst dann pro investieren und wieder betrogen. Genau, richtig. Das hast du aber schön erzählt. Mäuschen. Ja. Öfters mal mit dem Nagelbrett gepudert, wa? Das könnte sein. Wieso bist du so dumm? Ja, ich bin ja nicht dumm. Zweimal dumm, aber wie? Ja, nee. So, weißt du, wenn ich dumm wäre, dann würde ich ja bei dir einzahlen. Und genau das tue ich ja nicht. Nein, wenn du klug wärst. Jetzt würdest du bei mir einzahlen, aber weil du... Nee, dann wäre ich dumm. Dann wäre ich richtig blöd, wenn ich bei dir einzahle, weil deine Webseite ist sowieso in 3 Wochen weg oder ein halben Jahr oder so. Das ist ja immer so. Ja, brauchst du doch gar nicht erzählen. Ja. Abschaum. Ja, also ich muss das hier tatsächlich einfach nochmal zusammenfassen, weil dieses Gespräch hat ja schon wirklich gar nichts mehr mit dem Ursprung hier zu tun. Das ist hier eine Betrügerin, die hier anruft. Und die hat auch nicht das erste Mal bei uns schon angerufen. Die hatten wir schon so ziemlich oft eigentlich auf dem Kanal. Die wollen von einem 250 Euro haben, auch wenn sie es jetzt hier am Anfang gleich abgestritten hat und hat gemeint, ja, man muss ja 500 Euro einzahlen. Ja, aber das bieten sie einem ja auch an. 250, 500 oder 1000, das ist immer das Gleiche mit den Betrügern. Bei einer richtigen Trading-Plattform, da kommt ihr mit solchen Summen nicht weit. Da reden wir von mehreren Tausend, die ihr einzahlen müsst, damit sich das Ganze überhaupt nur im Ansatz ein bisschen lohnt. Und dann muss man immer noch hoffen, ob der Broker auch auszahlt, weil, tja, wenn er kein Geld hat, hat er kein Geld, kann er nichts auszahlen. Denn was man auch wissen muss, das hier ist CFD-Trading. Das heißt, ihr handelt nicht auf der echten Börse, sondern nur auf einer kopierten Börse bei dieser Firma. Das heißt, diesen Kurs gibt es nur bei dieser Firma, auch wenn der kopiert ist vom richtigen Aktienmarkt. Naja...
Aber man kann ja die Geschwindigkeit des Kopierens vom echten Markt natürlich auch steuern. Oder einfach den Kurs manipulieren. Tja, und das ist das, was die Betrüger hier eben niemals erzählen. Gehört aber meiner Meinung nach zu einer guten Beratung dazu, damit ich überhaupt erstmal weiß, in was für ein Produkt ich hier überhaupt investiere. Und wenn ich das hier nicht mit dem ganzen Kanalbums machen würde, würde ich bis heute noch gar nicht wissen, dass CFD-Trading gar kein echter Aktienmarkt ist, sondern einfach nur von vornherein Fake-Scheiße. Gibt's auch als legale Fake-Scheiße, aber es bleibt Fake-Scheiße. Ist einfach so. Widerlicher Abschaum. Mehr bist du nicht. Du bist nicht mehr als Abschaum. Also hör auf, die Leute zu nerven. Jede Leute nicht auf den Kranz. Hallo, Schnecke, mach mal einen Schnabel zu. Hast du da irgendwo eine Austaste oder laberst du eigentlich gerne so Fülle? Ich glaube, du laberst gerne Fülle, wa? Genau, das machst du aber schön. Schön von deiner Betrügerscheiße erzählen. Mensch, das machst du aber toll. Ja. Ja. Schnecke, das machst du aber wunderbar, Bibi. Oh, toll. Mensch, du kannst aber schön deine Geschichten erzählen. Oh, das machst du aber fein. Ja, fein, Bibi. Pfiffi, ja, das machst du aber fein. Ja, Pfiffi. Ja, Pfiffi, das machst du aber fein. Ja, Pfiffi, Bibi. Schneckchen. Mensch, hast du dir heute schon eine Zähne geputzt mit der Drahtbürste, oder? Nee, wahrscheinlich nicht, war die Kippe noch drin, wa? So stelle ich mir das vor. Bist du einfach nur lächerlich. Hauptsache, du hast ein bisschen was gesagt, wa? Ich glaube, dich erträgt auch keiner. Guck mal, ich habe hier eine komplett Bekloppte dran, die labert nur Scheiße. Ja, was bist du denn überhaupt? Geh dich doch nicht an, du Betrügerviech. Ich kann dir nichts dafür, also ich kann dir wirklich aber nichts dafür. Ich muss aber den YouTube-Richtlinien jetzt sprechen. Während jemandem dein Geld gegeben hast. Gute Frau, ich wollte mal fragen, könnten Sie mir aus 1.000 Euro, könnten Sie daraus 10.000 Euro machen in 2 Monaten, wenn ich jetzt in Ihren Aktienfonds investiere? Redest du jetzt mit mir, oder? Ich rede mit Ihnen, junge Frau. Sie haben auch eine liebreizende Stimme. Ich höre dich jetzt ein bisschen leiser. Also geht das nicht? Nee, Antworten funktioniert nicht. Ah, ich habe ja gesagt, die Intelligenz, sie ist irgendwo bei der Zimmertemperatur. Ah, ich esse jetzt mal hier so einen Frosch. Hättest du dir zeigen lassen, was du alleine nicht weißt? Ja. Konntest du diese Zeit ausnutzen, um etwas zu lernen, was dir vielleicht... Ich habe ja schon gesagt, die hat wahrscheinlich eine Bockwurst an, die kriegst du, wie die labert, aber die labert ja auch mal weiter. Mäuschen, willst du nicht erstmal die Kippe aus der Schnauze reden und vernünftig labern? Ob das jetzt Spaß? Jude Frau, ich mache Ihnen mal ein Angebot. Sie halten jetzt einfach Ihr komisches, nicht so schönes Gesicht und kündigen Ihren dämlichen Job da und suchen sich mal was Anständiges. Putzen wäre zum Beispiel anständig, aber das, was du da machst, ist doch albern. Ja. Vorschlag machen. Ja. Lern etwas über Trading, bevor du dich gedacht hast. Ich will was lernen, du kannst doch ja nicht. Du sitzt beim Callcenter, nicht ich. Ja, hier nochmal ein kleiner Disclaimer. Callcenter war natürlich bezogen auf Betrüger-Callcenter, nicht auf den Job-Callcenter. Der kann ja schließlich auch was Anständiges sein, ne? Oh Gott, bist du albern. Ach, Häschen, Mensch, du bist ja eine Schmucke. Willst du weiter erzählen, ja? Nächstes Mal, wenn du dich entscheidest, Trading zu machen. Die labert einfach weiter. Du hast sicher ein Fenster zu Hause. Öffne das Fenster. Ja, ist auf. Nimm 250 Euro. Ja. Wirf es raus. Ja? Soll ich rausschmeißen aus dem Fenster? Weißt du, wahrscheinlich im Gegensatz zu dir kann ich das so ja machen. Ja. Vielleicht findest du dieses Fall, jemand, der sie braucht. Mensch, das ist aber so herzallerliebst, was sie mir da alles erzählt. Bist du lächerlich. Oh, hast du deine Zeit abgesessen? Ja, 15 Minuten rumgedödelt. Aber dann 15 Minuten reicht auf jeden Fall für ein ganzes Video. No. Das hast du schön gemacht. Ja? Kannst dich denn auf YouTube hören, ja? Dummkopf. Dankeschön, du auch. Tschüss. Bis später auf YouTube.
Also, fragt mich nicht, was das für ein Gespräch war. Man hat die nette Pippi auch leider nicht verstanden, weil sie, naja, so nur sehr leise war. Und ihr wisst ja, ich telefoniere immer über Lautsprecher, das nimmt man halt immer, naja, nicht gleich wahr. Aber ein kleines Versprechen habe ich schon, es gibt eine neue Telefonanlage. Es gibt sie. Läuft auch schon, zeichnet auch schon fröhlich munter auf, ist noch in der Testphase. Ich bin auch bald wieder so weit, dass ich wieder eine Weile telefoniere und ein bisschen neues Material zusammensammle. Da sollte sich die Qualität der, ja, der Audios auf jeden Fall deutlich verbessern, weil ich nicht mehr über Lautsprecher telefonieren muss. Und ich kann endlich jedes Telefongerät nehmen, was ich nehmen möchte. No? Also wir sind im digitalen Zeitalter angekommen und müssen hier nicht noch mit Lautsprecher und am gleichen Telefon mit irgendeiner uralten App, die eigentlich schon gar nicht mehr im Markt erhältlich war. Das Leben ist schon schwer. Aber wir haben uns das ein bisschen verbessert. Und ja, die Telefonanlage, die ich eigentlich ursprünglich vorhabe, die gibt oder vorhatte, die gibt es leider nicht in Deutschland. Die hätte zwar wunderbar zu meinem Netzwerk hier gepasst, weil das alles ja eine Software wäre. Naja, aber deutsche Gesetze und so, ne, und Datenschutz ist halt immer so ein Ding für sich selbst und deswegen werden diese Geräte hier in Deutschland nicht verkauft. Und da man sich ja dazu entschlossen hat, dass man nichts in Russland bestellen kann, weil ja SEPA-Lastschriftmandatsperre, naja, haben wir halt auch das Problem, dass ich das Gerät nicht legal aus Russland importieren könnte. Und in den USA bestelle ich es mir nicht, weil es einfach das Vierfache kostet. Naja, so einfach, ne? Und demzufolge, ich habe eine neue Lösung gefunden, hat eine Weile gebraucht und das war auch nicht sehr einfach, das alles einzustellen. Aber ich kann jetzt tatsächlich mit jedem Headset, mit jedem Telefon vernünftig meine Gespräche hier führen. Und ja, ich denke mal, qualitativ ist das dann dementsprechend auch deutlich besser, weil nicht der eine lauter, der andere leiser und umgekehrt, sondern weil es einfach direkt im Telefon alles passiert und nicht irgendwo über irgendwelche Lautsprecher und Mikrofone und naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen, auch wenn es heute ein kleines bisschen verwirrender war. Also für mich auf jeden Fall beim nochmal anhören. Fand ich es ziemlich, ja, kurios, was da eigentlich so gelaufen ist. Naja. Lasst gerne den Daumen nach oben da, vergesst das Abo nicht und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr über diese nette Blitzbirne hier gedacht habt. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.